auf ein neues. Wir haben mindestens noch 3 Dinos vor uns. Und zwar da hinten irgendwo. Ich versuche aber vorher mal das Gebiet hier zu erkunden. Nur um halt so nach und nach eine sichere Nische hier. So viel dazu. Eine sichere Nische hier zu haben. Gehörst du zu den 3? Oder bist du ein Einzelgänger? So. Komm schon. Rampage. Rampage. Aber ich höre mehrere paar Schritte. Und hier ist noch einer dahinter. So, drehe. Ja, so. Ne, schaut nicht so aus. Dann wieder das obligatorische Schlafen. Also entweder sind es noch 2 da hinten, was ja relativ machbar ist. Oder das ist wirklich noch ein Streuner. Und kommt mir das nur so vor, oder geht das Schlafen jetzt schneller? Wir haben aber nicht das Schnell-Schlafen-Amulett an, oder? Wo ist das? Kälteresistenz? Nee. Faster Cooldown? Das Ding haben wir gar nicht dabei. Hm, na gut. Also, immer noch Sackgasse. Das ist echt komisch, dass die immer genau so nah an uns dran wieder auftauchen. Aber nein, positiv denken, es gibt keinen Spawner, es gibt keinen Spawner. Jetzt bleibe ich auch hier und tänze hier. Falls noch ein zweiter kommt, dann müssen wir halt neu laden oder irgendwelche Ressourcen brauchen, das passt schon. Also positiv denken, es gibt hier keinen Spawner. Trotzdem würde ich ganz gerne mal endlich hier die Nische zu Ende erforschen. Und was machst denn du? Ha. Irgendwo ist ein Gitter auf oder zugegangen. War das die Tür hier unten vielleicht? Jo. Blitzstrahl. Ja, nee. Kannst du behalten. Und es war nicht mal ein Secret. Njam, 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 njam. Na gut. Also, der Bereich ist jetzt eigentlich sicher hier. Das heißt, wenn wir hier irgendwo auf dem Dino treffen sollten, wäre das sehr unwahrscheinlich. Also, dass ein Dino von hier oben runterläuft durch irgendwie ein Zufallsbewegungsprotokoll bis dahin, das glaube ich nicht. So. Nur noch einer. Oh, das wäre doch schick, wenn wir jetzt schon 2 von den 3 umgebracht hätten. Dann kann ich hier endlich in Ruhe alle Wände abklappern. Ah, nein! Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Was wieder? Oben auf die Lebenspunkte achten und nicht unten auf die Anzeige. Das sehe ich ja die Hälfte der Zeit gar nicht. Boah! Komm schon. Das war viel zu knapp und hat viel zu viele Ressourcen verbraucht, also Heiltränke. Aber ich lade ungern wegen sowas. Circlet of War, was machst denn du? Schutz plus 1, Stärke plus 3. Oh, stand da gerade minus 5 Evasion, wenn man keine leichte Rüstung hat? Wir haben leichte Rüstung, puh. Trotzdem tausche ich das, glaube ich. Denn eigentlich sollten wir so ein Tänzerkämpfer sein. Also der immer um den Gegner rumwuselt und draufschlägt. Der im Idealfall nie getroffen wird. Okay, wie wir sehen können, das passiert nicht immer. Aber im Idealfall schon. Wir probieren es aber mal aus. Wie viel mehr Angriffskraft haben wir dadurch? 57, 54... 2 mehr Angriffskraft, dafür 9 weniger Schutz. Nee, Quatsch. 8 weniger Schutz. Nee, nee. Kommt erstmal mit. So. Jetzt haben wir Ruhe vor den Dinos. Das glaube ich dann nicht. Genau. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich will jetzt nicht noch meine Blitz- und Feuerbomben verschwenden müssen. Also, ein Dinos auf dem Radar. Der ist ganz weit weg.
Wenn wir jetzt hier die Tür jetzt zumachen und schlafen und gleich die Tür wieder aufmachen und da steht ein Dino und es ist nicht der, der uns eben gerade verfolgt hat, dann werde ich böse. So, Lebenspunkte sind fast okay. Oh, das reicht. Licht. 1, 2. Klick. Gucken wir mal. Einfach links an der Wand halten. Und zwischendurch mal lauschen. Da bist du ja schon. Du bist jetzt unser Verfolger, richtig? Müssen wir gleich gucken, wenn er tot ist. Komm schon, stirb schneller, wir müssen etwas überprüfen. Schaden daneben. 67 Schaden. Komm schon, Torum. Streng dich an. Na, also, ist schon besser. So, Dreher. Und überall liegt hier schon Drachenfleisch rum. So, ich schlafe jetzt nicht. Ich will jetzt wissen, ob das da hinten jetzt endgültig befriedet ist oder nicht. Und ich höre schon wieder ein... Wo kommst du jetzt her? Ah, ich hasse die Säcke. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Also wir kommen voran, aber trotzdem tauchen immer wieder Dinos auf, wo sie nicht auftauchen sollten. Ah, müssen wir jetzt gleich gucken. Dahinter kommen dann hoffentlich irgendwann die Mönche. Oder das Rätsel mit den 4 Nischen, das müsste auch bald kommen. Wofür ich die Sachen jetzt gar nicht wirklich dabei habe. Aber da können wir wieder hochhuschen zu unseren Rumpelkammern. So, doofes Drachending, wo bist du hin? So, der hat uns eben gerade erschreckt. Oder mich zumindest. Das heißt, du bist nicht der von da ganz hinten. Müssten die echt ein bisschen variieren. Weil das nicht alle Drachen ganz genau gleich aussehen, sondern vielleicht andere Tönungen haben oder andere Schattierungen oder so. Da könnte man wirklich sagen, das ist der, der mich da und da verfolgt hat oder vor dem und dem sind wir weggelaufen. So in der Richtung halt. Aber noch etwas, wofür die Custom Dungeons gut wären. Wenn sie dann endlich mal kommen. Also ich verfolge momentan die Seite und das Forum nicht ganz so aktiv, weil ich halt beschäftigt bin. Aber es wäre mir bestimmt schon zugetragen worden, wenn der da draußen wäre. So. Scheint ruhig zu sein. Ich höre nichts. Da sehe ich ein Dino. Ein Dino ist okay. Damit kann ich arbeiten. Da hinten ist auch kein weiterer Schatten oder so, der plötzlich den Weg versperren könnte. Umso... Wieso kannst du so schnell zubeißen, du... doofes Ding. Wir haben auch keine Heiltränke mehr, falls wir in die Ecke gedrängt werden würden. Müssten wir das alles nochmal machen. Komm schon. Nee. Gleich kommt sein Kumpel und beißt mich in 2 Teile. Au, oder er macht's selber. Uffala. Okay. Hier geht's immer noch weiter. Oh, hier können wir uns einsperren. Und ein Heilkraut. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Wir haben extrem viele leere Flaschen. Also hier können wir zumachen. Geht's hier noch irgendwo anders hin? Okay, hier... Könnten wir uns einsperren, aber hier geht's auch noch weiter. Die Türen bringen ja wohl gar nichts. Doch, hier ist eine Sackgasse. Also, nicht wirklich eine Sackgasse, aber hier ist ein abgeschnittener Bereich. Das heißt, wir machen jetzt die Tür zu. Die Tür zu. Sacken das Kraut dann noch ganz fix ein. So. Dann ist dazu, dazu, dazu. Und wenn uns jetzt was überrascht, dann ist das Spiel schuld. Weil sie irgendwelche Spawnpunkte gesetzt hat. Aber das dürfte ja eigentlich nicht passieren.
So, durchatmen. Wie nennt sich das? Ich habe gerade eine Forward Operation Base gegründet. Also eine neue Ausgangsstelle, von dem wir aus weiter erforschen. Der Dungeon geht wahrscheinlich da weiter. Das heißt, wir gucken erstmal da oben, was da noch in dem Fitzel ist. Aber vorher sortiere ich mal ganz kurz das Inventar. Denn ich muss die Flaschen hier rausbekommen. Und die Kräuter und die. Und jetzt mal ein paar neue Heiltränke machen. Auch wenn das viel zu wenig Kräuter sind. Ich meine, ich muss ja irgendwann auch wirklich noch die Fighters Challenge machen. Da brauchen wir bestimmt viel, viel, viel mehr. Na gut, hilft alles nichts. Müssen wir halt hoffen, dass wir unterwegs noch ein paar finden und kaum noch welche verbrauchen. Also, die Tür auf. Und nach oben rechts gucken. Hier sind noch überall Fackeln. Zwei Blitzbomben, sehr schön. Also, damit haben wir jetzt offiziell diesen Bereich hier befriedet von den Drachenviechern. Das heißt, wir können jetzt alle Wände einmal abklappern. Yay. Obwohl mir das schon fast lieber ist, als den Drachen einmal auszuweichen. So, die Fackel auch noch weg. Und wo wir jetzt gleich schon mal wieder zurückkommen zum Anfangsbereich, können wir auch gleich zurücklaufen, ganz zum Eingangsbereich und da ja eine Fackel noch ausprobieren. So, einfach, ich bin jetzt von hier ausgegangen, immer rechts an der Wand lang. Das mache ich mal weiter, bis wir hier hinkommen. Dann laufen wir ganz zurück, stecken die zwei Fackeln da rein, laufen wieder ganz zurück und fangen den hier wieder an, hier rechts an der Wand lang zu gehen. Dann müssten wir alles abgedeckt haben, bis auf den Knubbel, den Knubbel und den da. Das sind ja bloß so 20, 30, 40, 50 Wände, die wir da abklappern müssen. Aber dafür verpassen wir auch kein Secret. Und darum geht der ganze Run hier ja. Durch haben wir das Spiel schon längst. Und einfach nur so im Toro-Modus das durchzuspielen, dürfte auch nicht allzu schwierig sein. Nicht mehr auf Hard. So, jetzt sind wir hier. Gut. Also ja, Dreher, da war was. Also ja, das Spiel selbst einfach nur durchzuspielen, hätten wir wesentlich schneller... Wo zur Hölle kommst du her? Hätten wir wesentlich schneller machen können. Aber das wollten wir ja gar nicht. Der war jetzt im Gang, der von dem Dino-Bereich wegführt, richtig? Dummes Viech. Wenn du mich jetzt umbringst, dann bin ich tot. Nicht schnell zur Seite beißen. Nicht schnell zur Seite beißen. Nicht schnell zur Seite beißen. Und ich bin schon wieder im Dino-Bereich, oder? Ich wollte eigentlich weg von hier. Und das Licht geht aus. Hoffentlich nicht für unseren Charakter. Viel zu dunkel. Viel zu dunkel. Das muss sehr unheimlich sein für ihn. Boah. Tür zu. Mann, Mann, Mann. Schlafen. Also der kam wirklich unerwartet. Also der muss wirklich durch irgendwas gespawnt worden sein. Denn wir hatten den ganzen Bereich leer gemacht. Wir hatten alle Türen gesichert. Das heißt, der kann nicht von irgendwo reingehuscht sein. Der muss durch irgendeine Druckplatte, die man nicht sieht, oder irgendein Skript gespawnt worden sein. Aber hoffen wir mal, dass es nicht zu viele auf einmal sind. Also das, ja, vielleicht gibt es einen Respawn, aber nein, er ist nicht so stark, dass er auffallen würde. Oder uns sehr behindern würde. Ach, trotzdem nervig. So, erster Dreher. Zweiter Dreher. Jetzt kann ich einigermaßen weiterreden. Also, hätte ich nicht einen 100% Run machen wollen, hätten wir das Ganze wesentlich schneller abschließen können hier, denke ich. Dann hätte ich mir die ganze Mühe mit den Rumpelkammern nicht gemacht, sondern hätte immer nur das mitgenommen, was unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber das wäre ja auch langweilig. Ich will schön alle Secrets, die es gibt, finden. Auch wenn das ein bisschen länger dauert. Kein Stein auf Stein. Na gut, nehmen wir beide Fackeln mal raus. Nö, höre ich auch nichts.
Na gut, dann wird wohl eine Fackelhaltung einfach leer gelassen worden sein für was auch immer. Also, wieder zurück. Ja, Checkered Room. Drachenfleisch brauchen wir nicht. Haben wir schon viel zu viel von gesehen. Dreher Nummer 1. Dreher Nummer 2. Und wir speichern mal wieder vor dieser schönen Tür hier ab. Und dann in der nächsten Folge gehen wir hier die Wände lang, suchen nach Schaltern. Und gucken dann, was da unten hinter der Tür noch ist. Aber erstmal speichern. LP 040. Und bis gleich.